Jo, hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Sims 4. Ja, wir starten das. Maya muss ganz dringend aufs Klo wegen dem Kaffee gerade und ich habe gesehen, da oben es fehlt noch so ein ganz kleines Fitzelchen. Das heißt, bevor wir uns mit weiteren Patienten beschäftigen, sollten wir eigentlich was... Boah, wie er auch läuft, egal. Sollten wir uns eigentlich einen kleinen Snack genehmigen, weil das sinnvoller ist als alles andere. Wobei ich kann mich auch über Arbeit beschweren oder so, aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Denke ich mal irgendwie nicht, dass das zum Ziel führt. Lieber was essen, ne? Es ist denke ich, sinnvoll. Vor allem hat auch gar keine Pause irgendwie, also zumindest keine offizielle Pause. Ja, Schneck kaufen machen wir dann mal. Ja, wunderbar. Was gibt's denn aber? Ein was Billiges, komm. So da. Das ist einfach so da. Energiegeladen mit dem Kaffee, das ist natürlich schön. Und dann haben wir euch unsere Aufgaben erledigt für heute. Wir könnten früher gehen, machen wir aber nicht. Wir sind ja ein guter Mensch, ne? Da können wir noch ein bisschen mit Kollegen plaudern, vielleicht die Summer Holiday da kennenlernen oder so. Weiß ich nicht, kann ja vielleicht ganz sinnvoll sein. Noch mehr Leute im Haushalt, yay, da freut euch bestimmt. Glaube ich nicht, aber hey. Ist wahrscheinlich für euch schon eh viel zu viele, aber hey, was willst du machen? Mach schon nichts, ne? So, hier, ja, Snack, du sitzt da gut da, du machst das super. Du sitzt einfach so da, gell? Hm? Aber für 5 Simoleons, das finde ich irgendwie recht teuer. Aber ein schöner Snackautomat, ne? Es sieht schon toll aus. Kannst du nicht mal daneben stellen? Boah, er könnte trainieren. Oh, haha. Nee, macht er aber, glaube ich, besser nicht. So, komm, hier mal, mach mal, Trick mal fertig hier. Ist das überhaupt als Snack deklariert? Eigentlich ja schon, weil es aus dem Snackautomat kommt. Oh. Iss einen Happen. Ja... Nee, dann... Okay, das war sowas zum Essen, anscheinend. So. Warte mal, gehen wir hier hin. Wir könnten nochmal Hände waschen oder so. Am Ende von diesem weltwichtigen Arbeitstag müssen wir uns jetzt natürlich auf jeden Fall irgendwie die Hände waschen. Nee, müssen wir nicht. Machen wir aber einfach mal, weil das sinnvoll ist. Ich habe keine Ahnung. Wir plaudern mal mit der hier, komm. Zuspruch geben und sowas. Sind wir mal ein bisschen freundlich zu der. Ich meine, haben wir eigentlich... nichts gemacht heute, aber die Aufgaben sagen, wir haben viel geschafft. Das ist ja auch eigentlich das Wichtigste, ne? Toll, ist das der Duschkabin? Ne, ist es wahrscheinlich nicht. Aber das machen wir wahrscheinlich dann irgendwann gegen Ende mal mit diesen Dingen da arbeiten, wenn wir ein bisschen aufgestiegen sind. So, wir können mit ihr mal ein bisschen, nicht über Kollegen tratschen. Einfach mal, nach Tag fragen und sowas. Ach ja, gesellig, wunderschön. Oh ja, scheint ein cooler Typ, ne? Boah, ja, schau mal, wie stark ich bin. Hier. Voll die Muskeln. Mhm. Und die kommen nicht von der Arbeit hier, weißt du Bescheid. Klopf, klopf, Witz. Nein, das ist blöd. Wir sind aber einfach mal freundlich erstmal. Tratschen, Arbeitsmoral loben. Wie weit haben wir es noch? 16 Minuten. Ja, können wir gleich mal auf Wiedersehen machen oder so. Ach doch, mit der können wir wahrscheinlich, das sieht doch ganz gut aus, ne? Nur, ich habe jetzt Feierabend, ne? Ich kann es nicht mehr tratschen. Sag mal, wenn du da in der Ehe bist bei mir, dann kenne ich dich an und dann können wir ganz viel Spaß miteinander haben. Ne? Das ist bestimmt eine sehr gute Idee. So, ja, auf Wiedersehen, ne? Dann würde ich sagen, Arbeit zu Ende, Arbeit zu Ende. Wunderbar. Oh, fantastische Arbeit. Für die Zukunft gesichert? Ne, aber noch nicht, gell? Also, das war jetzt das erste Mal, da haben wir jetzt noch keinen Aufstieg, aber ja, da wird ja vielleicht noch kommen, wenn wir Glück haben. Weiß nicht genau, was sich bei der Geburt erwartet. Nein, weiß ich nicht, aber ich habe auch noch nicht vor, ein Kind zu haben, von dem her. Habe ich ja schon mal erwähnt, das können wir aber auch nochmal, vielleicht gegen Ende oder so. Großartige Arbeit, cooler Typ. Musst du was zu Hause machen? Nee, musst du nicht. Wir müssen nur zweimal am Arbeitstag teilnehmen. So, der ist irgendwie pisst, weil er aufs Klo muss und Hunger hat. Und die sind alle zu Hause, aber ihr könntet einfach mal euch ein bisschen fortbilden oder so. Ihr könntet Feinschmecker kochen machen. Indem du im Kühlschrank am Ofen Gourmetspeisen zubereitest. Okay, würde sagen, wir kochen mal was Feinschmeckermäßiges, oder? Weil für abends haben wir zwar eigentlich Hamburger da, aber wir können doch mal irgendwas Gourmetmäßiges machen. Sind Knoblauchnudeln echt Gourmet-Sachen? Tatsache, das ist tatsächlich alles Gourmet, was wir hier haben. Gourmet-Obstkuchen. Bäh. Knoblauchnudeln. Ich würde sagen, wir machen eine Einzelportion, weil, klar, das ist günstiger, aber er muss ja kochen und muss das ja lernen und von dem machen wir eine Einzelportion. Komm, Josh, mach mal was Sinnvolles hier.
Ich meine, kochen kannst du, aber Gourmet kochen sollte man vielleicht auch noch ein bisschen mit dir üben. So, du hier kannst... Was machst du? Ja, nicht spielen, dann mach was Sinnvolles. Irgendwie trainiere irgendeine Fähigkeit oder so. Rechnung mit... Alter, Finn, ist das teuer. Egal. Aber was könnte sie denn machen? Sie könnte Gartenarbeiten. Wie kann man Gartenarbeit lernen? Und zwar, das mit dem Gärtnerband 2. Gärtnerband 1 ist, ja, Wasserlicht und Erde. So, komm, das machst du mal. Wegen, ist wichtig und so. Machen wir das nicht und du... Alter, finde war das teuer. Aber ist okay, wir bringen alle ganz gut Geld miteinander nach Hause. Ich habe so das Gefühl, das kann er nicht wirklich. Was kam jetzt dabei raus? Normal. Das können wir jetzt mal essen. Oder, ja, komm, dann isst das mal. Isst das einfach. Nein, nicht du. Yoshi, du isst das. Komm. Probier das mal und siehe, was du falsch gemacht hast. Buddy! Ernsthaft? Bist schon ein guter. Bist schon ein toller. Ne? Du machst das super. Aber schöne Gemälde hier auch. Ich bin gut, dass ich das Haus nicht eingerichtet habe, weil ich kann das nicht. Ihr Sims-Entwickler macht das gut. Nehmt euch einen Keks. So, was macht ihr jetzt hier? Ihr unterhaltet euch und schaut nicht mehr Fernsehen. Das finde ich super. Da kann sie nämlich bald Garten arbeiten. Hoffe ich mal. Ich glaube, du brauchst irgendwie Level 1, um da, geht es auch nach oben? Geht es auch nach oben? Ja, es geht langsam nach oben. Du kannst ja nebenher, Kochsendungen für Ideen schauen oder sowas. Ist ja, glaube ich, ganz sinnvoll. Komm, uns mal kreativ betätigen hier. So, wie gesagt, du, dann lernst da was. Ach, das ist gar nicht deine. Stimmt, das ist ja die andere. Ich laufe da immer in dem Schlafklamotte hier rum, ey. Faule Socke, ey. Ja, ja, also, hier kochen wir voll tolle Dinge. Wir nehmen ein Toast. So, Hallöchen, und heute erkläre ich euch, wie man leckere Dinge kocht. Ja, ja, also wir nehmen erstmal so einen Truthahn und legen ganz paar Äpfel daneben, weil das sinnvoll ist. So, wir würzen das gar nicht, sondern stecken das einfach nur in den Ofen, damit der natürliche Geschmack des Truthahns erhalten bleibt. Genau, und dann frittieren wir noch den anderen Teil eben zum Kontrast und rühren dann... Okay, er geht duschen. Und rühren nebenher noch tolle Dinge an, um dann rauszufinden, dass der Truthahn fertig ist. Es geht ganz schnell und voll lecker. Party. Naja, er macht das super. So, machst du mal deine Gartenarbeit fertig, dann kannst du, Josh, vielleicht nochmal ein Gourmet-Menü kochen. Komm, das ist ja, kostet ja nichts. Boah, Zoe, Alter, das ist echt heftig. Gourmet-Menü zubereiten, mach mal, Pasta Primavera. Da können wir dann später unsere Dinger hier dafür benutzen. So, bist nach Hause, bist angespannt wegen Arbeit, das kann ich verstehen. So, das heißt, du kannst dir erstmal gerne, nimm dir... Ein Hamburger, genau. Weil da sind genug da. Isst den dann auch gleich. Und dann kannst du dir irgendwie schon mal ganz gemütlich, kannst dann aufs Klo gehen und ein Schaumbad nehmen und sowas. Und nimmst gleich ein Schaumbad. Na, machst du nachher, komm. Wir schauen uns dann Josh ein bisschen beim Kochen zu. Weil wie wäre es eigentlich, wenn wir uns erstmal umarmen oder so? Ja, Josh, du kannst das schon. Bist du jetzt fertig mit dem Buch? Okay, sie hat auch Hunger. Hm? Macht sie nebenher. Finde ich aber in Ordnung. Hauptsache, ihr lernt ein bisschen was. So, ja, dann hast du dann Essen fertig. Das kannst du dann irgendwie gleich wieder weglegen, weil das hält dann noch ein bisschen. Ja, mal vor dem Premium-Kühlschrank. So, Qualität ist sogar ausgezeichnet. So, es ist super. Dann stellen wir das gerade mal weglegen, heißt das, gell? So, dann können wir die vielleicht mal umarmen oder so. Weil, ne, die ist ja heute ein bisschen angespannt. Weglegen, so. Ich bin mal ein bisschen freundlich zu ihr, gell? Ja, sie ist ein bisschen angespannt. Komm. Wir sind ein bisschen freundlich zu ihr. Wir setzen uns alle mal hier zu ihr und plaudern mal so ein bisschen. Naja, komm, sind wir mal ein bisschen hier, machen wir mal sowas hier. Hm? Vielleicht heitert dich das ein bisschen auf. Wer tut sie sogar wirklich? Das finde ich interessant. Komm, du fauler Sack, guckst du auch noch dazu? Bläh. Ich räume das mal auf. Ich bin mal so frei, ne? Ich räume das mal auf für euch. Ihr amüsiert euch ganz gut. Ihr müsst irgendwie alle aufs Klo. Fast alle. Zumindest mal die beiden hier müssen aufs Klo. Naja, es ist aber egal. Ihr esst erstmal auf. Komm. Josh, kannst du nicht immer noch mehr Kochkanal für Ideen schauen? Nee, komm, das wäre ein bisschen blöd. Wir unterhalten uns jetzt. Das ist das Einzige, was zählt hier. So, boah, sie ist halt voll wie eine Statue. So richtig. Oh, gut durchtrainiert.
Ach stimmt, jetzt ist hier Glas oder warum ist hier? Ach so, da ist gar kein, stimmt, da hinten ist gar keine Wand. Hab ich gerade gewundert, warum die hier nicht an der Wand sitzen, aber liegt daran, dass da gar keine Wand ist. Aber das Haus ist schon irgendwie cool. So, warte mal. Du Fauler, sag, räumst das jetzt mal auf. Du machst jetzt kein Nickerchen, du bekommst eh noch ein neues Bett. Du darfst jetzt erstmal Sachen verbessern, wie zum Beispiel die Dusche da. Ja, robuste Armaturen oder so. Finde ich eine ganz gute Idee. Dann darfst du aber auch gerne ins Bett gehen. Ich weiß ja nicht, ob du morgen arbeiten musst, aber okay. Geschirr spülen, naja gut. So, danach darfst du auf Klo und ein Schaumbad nehmen. Hast du dir, denke ich, verdient heute. Du reparierst es jetzt hier ein bisschen und währenddessen kaufe ich dir jetzt mal ein neues Bett. So. Also ich weiß nicht, ob wir bei einem Einzelbett bleiben sollen oder ob du mir irgendwann auch noch eine anschleppst. Also wir verschieben das mal dahin. Dann verkaufen wir das und schauen mal, dass du ein bisschen hochwertigeres Bett bekommst. So, Betten. Teenie-Träume. Nee, aber kommt schon ein gutes Doppelbett. Geruhsame Nacht. Stress gemildert, Unbehagen gemildert. Nee, sowas mag ich nicht. Sowas finde ich... Bluh. Das wäre halt schon cool. Vor allem, weil das recht günstig ist und relativ viel macht, aber hey. Was? Schaltet bei Level 10 des Berufszweig Kunstmätzchen der Maler. Es wird nie so weit kommen. So. Doppelbett, System, Diskretion, die bessere Hälfte. Ja. Komm, dann machen wir das. Machen wir mal so in Rot. Das passt dann ganz gut da rein. Oder in Pink. Ja, Rot passt eigentlich von den Farben her am besten, oder? Weswegen passt das da jetzt nicht rein? Weswegen passt das da jetzt nicht rein? Wir stellen den mal kurz ab. Irgendwo. Da. Probieren wir es gerade nochmal. Ne, das wollten wir haben, gell? In Rot. Warum passt denn das da nicht rein? Wegen dem Schrank da an der Seite. Dann stellen wir den Schrank einfach erstmal kurz raus. Wir richten es nach und nach ein. Ach, das muss in der Mitte stehen. Ja, das ist blöde. Passt das dann da rein? Ach, die müssen alle frei stehen. Das finde ich irgendwie... Sein Zimmer ist halt auch echt klein, wenn ich ehrlich bin. Kann man das vielleicht drehen? Passt auch nicht besser hin, gell? Nee, tut's nicht. Du hast aber echt ein kleines Zimmer, Kollege. Das weißt du schon. Die Frage ist, ob da noch was daneben passt. Ich glaube, dann ist das Zimmer aber komplett voll. Bekommt er dann ein Einzelbett? Könnt ihr mir schon ein Einzelbett geben, oder? Wir können auch zwei Einzelbetten kaufen für den Notfall. Also, oh nein, ich habe die falsche Farbe gewählt. Egal. Passt auch so, ne? Stellen wir mal alles wieder rein hier. Es sieht schon besser aus. Also die Farbe halt nicht. Einmal verkauft das wieder für den Originalpreis. Das finde ich aber gut. Da können wir nämlich die Farbe auf das hier auswählen. Ja, das passt ein bisschen besser. So. Schön. Ja, dann geht es ja vielleicht ein bisschen besser oder so. Ja, 1460. Wunderbärchen, ne? Dann kannst du dich heute Abend über ein schönes, schnelles Energiebett freuen. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. So. Was? Beförderung zu null im Programmieren. Das ist super. Jay wurde befördert und ist jetzt eine Null im Programmieren. Er verdient jetzt 9 mehr die Stunde. Hollala. Bonus 560. Eine Computerspielfestplatte. Dienstag. Okay. Bisschen Urlaub. Jay Huntington. Naja, gut. Ach, der wurde hier auch befördert. Schön. Super. Freut euch alles. Haben wir Geld. Müssen wir euch heute Party machen. Was habt ihr für Tagesaufgaben? Bücher schreiben müsste er und er müsste programmieren. Aber wir sind auch alle angespannt hier wegen sich gefangen fühlen, wegen sprunghaft. Naja, gut. Wird sein, das ist aber alles, was wir in der nächsten Folge ein bisschen uns drum kümmern. Beschämt? Okay. Wann musst denn du? Du musst 14 Stunden zur Arbeit. Eva Schwarz, für wen denn? Nee, komm. Finde ich nicht. Nee, du schläfst auch nicht. Warte mal. Du bist der, der Bücher schreiben muss. Das heißt, du musst, glaube ich, an den Computer dafür, gell? Karriere? Nee, spielen auch nicht. Schreiben, üben. Nee, du musst wirklich ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben. K-
Kurzgeschichte, komm. Schreibst du mal eine Kurzgeschichte, Hunger hast du ja irgendwie keinen, das ist okay, ne? Mach's einfach mal das ja so. Und du musst, dann ist halt die neuen, was, statt dass der halt irgendwie die, nee, warte mal. Du nimmst jetzt was Älteres, du nimmst jetzt hier das, was man, was zuerst weg muss, so. Wir müssen jetzt guten Haushalt hier machen, sonst geht das schief. So, was macht ihr noch alles? Der übt was, Yoshi macht auch was am PC, ja, er macht das alle gut. Große Geschichten für Name des Buches. So, wie war das? Boah, wie hieß das nochmal? Ich hab grad, ich weiß noch, vor den coolen kreativen Titel habe ich ihn gerade wieder vergessen. Wie war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Wie wir das Buch beschreiben? Große Geschichten für kleine Erwachsene. Über das bunte Zusammenleben leben verschieden großer Erwachsener. Hashtag Bestseller. So, genau, schreib doch einfach mal. So, du solltest, weißt du, ich sag dir, die soll hier ihr Gartenarbeit Ding da. So eine Bitch, ey. So, du liest jetzt dann den Band 2 von mir aus. Ist mir egal, dann liest halt Band 2. So. Mach aber was Sinnvolles. Nicht so ein Mist, was der macht. Yoshi, der spielt nämlich Alien-Spiele. Naja, gut. Der kann mir schon voll gut schreiben. So, was muss er noch machen? Programmieren. Ja gut, wenn du programmierst, dann bekommst du Level 3 der Programmierenfähigkeit. Das ist schon richtig. So, dann kann er später mal Josh vertreiben, wenn er gegessen hat. Aber machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euch noch einen schönen Tag und tschüssi.